an. Oberflächenzwerg, Deserteur. Quatsch mal. Dem Bauer sei Dank, dass mein Bruder und seine Familie es aus Lothering Ein Schüler, genau, mit dem müssen wir auch noch. Ihr erinnert mich. Was kann ich für euch tun? Ich habe eine Nachricht von eurem Meister. Das dürfte interessant sein. Welch ein Stil. Der Mann ist wahrhaftig ein Gelehrter und Rhetoriker. Von einem solchen Mann seiner Pflichten enthoben zu werden, ist eine Ehre. Einen schönen Tag noch. Oh, ihr wolltet mit mir sprechen? Wahrlich sehr höflich, dass jemand mit so vielen Waffen einen unbedeutenden Händler überhaupt bemerkt. Jemand muss es ja tun. Der Handel mit anderen Rassen kann ausbleiben. Wir Oberflächler sind die Lebenslinie von Orsamer, auch wenn man uns eine Kaste verweigert. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler allesamt. Das ist nicht richtig. Jemand sollte etwas dagegen unternehmen. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. Zweimal jährlich. Ich habe nur einen Stand im Ständeviertel, aber ich bekomme genug damit. Es ist sehr, in sich abgeschlossen. Mein Großvater sagt, ich hätte das Gefühl für den Stein verloren. Ich wurde oben geboren und erinnere mich nicht, es je gehabt zu haben. Dann viel Glück. Ah, bei dem können wir gar nichts kaufen. Schade, ich habe gedacht, wir können was kaufen. Jetzt will ich den Gaun haben, das wir noch machen hier, den Deserteur. Ja? Oh, worum geht es? Es ist traurig, mit ansehen zu müssen, wie ein grauer Wächter manipuliert wird. Aber mir fehlt die Zeit, es euch zu erklären. Lasst uns dem grauen Wächter eine Lektion in Vertrauen erteilen, Männer. Wie viele sind das denn? Nur die. Sven geht dann mal. Auch Liliana, den da angreifen. So, Quest aktualisiert. Welche ist das denn? Okay, das heißt, der eine ist noch in Denerim. Garifeld ist das Testament. Achso, Redcliffe. Pflichtversäumnis. Okay, da sind die fertig. In tiefen Wegen. Ah, das sind wir gerade so. Und den Turm des Zirkels. Das haben wir, glaube ich, gemacht. Dann war auch fast fertig. Das habe ich noch nicht gefunden. Da müsste ich gucken. Den Tiefenpilze. Ich überlege gerade, machen wir es denn wieder raus? Dann machen wir auch wieder raus. Machen. Ja. Machen wir Shell wieder rein. König Logain wird nicht. Viata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Logain verlangt die Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote.
Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsama kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Wer nicht? Wenn ich nicht rein darf, sollte niemand rein dürfen. Orsama hat keinen König. Andryn Idukin ist vor 3 Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Loghain. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Ihr lasst einen Verräter passieren? Einen Außenseiter? Ich verlange im Namen von König Loghain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Das werde ich. Ich bin ein Bote von König Loghain. Bekämpft einander, wenn ihr meint, aber nicht direkt vor meiner Türschwelle. Ach, direkt 3 Goldene. Weitere. Machen wir direkt das. Beide erwarten uns. Shale, das ist gerade eine ganz beschissene Idee, wenn du das tust. Aber ich habe ihn ja auf den Bogenschützen gestellt, ne? Deswegen macht er das ja auch. Er hat gerade Liliana getötet. Das ist so. Taubendreck. Ja. Versuchen wir es mal mit Alistair. Als zweiten Tank dabei. Irgendwie wenig Fähigkeiten er einfach bekommt durch die automatische im Tank. Oh, verdammt. Unbedingt. Weißt du, dass wir für Shelly nochmal rein mussten? Ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Dieser Imrek hat hier schon eine ganze Woche lang rumgebellt. Sind alle Menschen so dämlich? Ihr könnt Orsama betreten, Grauer Wächter. Obgleich ich nicht weiß, ob ihr dort Hilfe finden werdet. Das sehen wir dann ja, würde ich sagen. Atrast Vala Wächter, es ist lange her, seit euer nobler Orden unsere Stadt besucht hat. Die Kunde von das ist wahre Schönheit. Doch. Betrachtet es als erledigt. Wenn du Branka nacheiferst, wird ganz Orsama deinen Namen kennen. Mutter, ich will nicht zu wie sein. Ihr meint. Sie. Sag das nicht. Nicht zu mir, zu niemandem. Und jetzt zurück in die Schmiede. Ich will mehr Details sehen. Ja. Wird aber keine EP, wenn ich die anquatsche. Schade. Kennt ihr Geschichten über die Wildnis? Keine, die euch gefallen würden. Keine über Prinzessinnen in hohen Türmen oder Ritter, die sich ganzen Armeen entgegenwerfen. Mir gefällt nicht nur sowas.
Wollt ihr etwas über die Wilden der Chasen hören, die in den Marschen hausen? Etwa, wie langsam sie ihre Feinde sterben lassen? Oder etwas über die giftigen Kreaturen der Wildnis, die ihre Eier auf eure Haut legen, damit der Nachwuchs nach dem Schlüpfen etwas zu fressen hat? Oder vielleicht etwas über die Kochkunst meiner Mutter? Das ist meiner Ansicht nach die schlimmste Geschichte von allen. Nein, über all das möchte ich lieber nichts hören. Dann habe ich keine Geschichten für euch. Die Versammlung bestimmt den König, und ein König schlägt seinen Nachfolger vor. Das Blut spielt bei beidem keinerlei Rolle. Oder wie jetzt, wenn jemand die Versammlung für einen Staatsstreich missbraucht. Wer weiß schon, was mein Vater in seinen letzten Stunden gesagt hat, wo doch nur der Emporkömmling Harrowmont an seiner Seite war. Ich lasse euch in den Kerker werfen! Du hast dir zu viel vorgenommen. Ihr da, trennt die Deschis im Diamantenviertel. Ich lasse nicht zu, dass Belen einen Aufstand anzettelt. So redest du nicht über den Mann, der König werden sollte! Ja, genau, das waren jetzt... Das waren die beiden, die wir zur Wahl haben, die wir wählen können. Ja. Beata, Oberflächler. Ihr habt freien Zugang zum Ständeviertel, aber Vorsicht. Wächter oder nicht, ich will Ordnung. Oberflächenprobleme. Wir haben keinen König, der euch anhört. Ihr könnt aber an den Streitereien der Versammlung im Diamantenviertel teilnehmen, wenn ihr wollt. Einige Deshir-Lords streiten sich um Details. Belen, Harrowmont, macht das einen Unterschied? Beide keine Paragons. Sie haben sich aus Furcht voreinander eingeigelt. Die Ordnung unter den Arbeitern zu bewahren ist schwierig, wie ihr gesehen habt. Ein Lord hat da nichts verloren. Belen lässt seinen Berater, Vortec Gavorn, vor der Versammlung für sich sprechen. Lord Harrowmont macht es über Dulin Forrender genauso. Ernennen Oberflächler keine Paragons? Da verirrt ihr euch doch. Noch dazu bei all dem Himmel. Sie sind die Besten von uns. Lebende Ahnen. Wenn ihr unser Wächter sein wollt, müsst ihr uns auch kennen. Geht zum Bewahrer der Erinnerung in der Halle der Bewahrung. Es ist der strahlendste Ort im Diamantenviertel. Deshalb wollen wir nicht, dass ihr Oberflächler uns so seht. Ihr denkt dann, wir könnten es nicht besser. Der Markt ist dennoch belebt und die Taverne schließt nie. Zwistigkeiten werden normalerweise beim Tornei ausgetragen. Das sollten Belen und Harrowmont auch machen. Dann wäre alles bald vorbei. Persönliche Kämpfe um Ehre für die Ahnen. Oberflächler wie ihr verstehen das nicht. Wenn ihr unser Wächter sein wollt, müsst ihr uns auch kennen. Geht zum Bewahrer. Ja, hat er gerade schon gesagt. Ja, solltet ihr. Weil er hat ihn doch gerade getötet, wie kann er widerstehen? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist. Dafür, dass sie so klein sind, bauen sie ziemlich hohe Decken. Ja, das ist schon recht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir uns einen von den beiden entscheiden müssen. Eure Zunge ist gespalten, Morrigan. Warum behandelt ihr andere so? Ich schulde euch keine Erklärung. Auf meiner Stirn steht nicht geschrieben, bitte leitet mich an. Ihr reist mit diesen Leuten. Da solltet ihr höflich bleiben. Ihr seid leicht zu durchschauen, alte Frau. Lasst unsere Gefährten aus dem Spiel, wenn es euch nur darum geht, dass ich höflich zu euch bin. Ich bin keine eurer Schülerinnen aus dem Zirkel, die an euren Lippen hängt. Ich bin auch nicht Alistair, der in euch eine Ersatzmutter sieht. Nein. Dass ihr nicht so seid wie Alistair, ist offenkundig. Tragt eure Belehrungen anderswo vor. Mir bedeuten sie nichts. Dicken Krieg. haben wir hier? Okay, der Schlüssel zur Stadt. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns einen
von den beiden entscheiden. Es gibt nachher mehrere Möglichkeiten, wie wir uns entscheiden können. Bei manchen Sachen, und das wird auch noch späteren Einfluss aufs Ende haben. Also Dragon Age hat am Ende die Texte, es sind halt Texte, die wir lesen können, mehrere Möglichkeiten, wie es endet. Habt ihr das gesehen? Ich kann kaum glauben, was aus dieser Stadt geworden ist. Zu Enrins Lebzeiten hätte es so etwas nicht gegeben. Ja, welch schreckliche Bürde für einen Vater, wenn von drei Söhnen nur Belen übrig bleibt. Am Ende erkannte Enrin wohl, dass Belen einzig an der Macht interessiert war. Er ließ seinen Sohn vom Totenbett entfernen und erklärte Lord Harrimond zu seinem Nachfolger. Lord Harrimond sollte unser König werden. Er war König Enrins engster Berater, der einzige, dem er trauen konnte. Enrin selbst, mögen die Ahnen ihn aufnehmen, hat die Versammlung gebeten, Harrimond zu wählen. Jeder weiß, dass er seinen Bruder Trian getötet und die Schuld dem Lieblingssohn seines Vaters in die Schuhe geschoben hat. Und viele fragen sich, ob Enrin so gestorben ist, wie man uns erzählt hat. Oder ob Belen wieder seine Finger im Spiel hatte. Ich bin Nerath Helmy, die dritte Tochter der zweiten Matrone des Hauses Helmy. Und ihr? Was bringt euch in solchen Zeiten nach Orsamar? Ein grauer Wächter? Das erklärt, warum ihr die Tore passieren durftet. Was für eine Unterstützung meint ihr? Eine Verderbnis? Jetzt? Aber unsere Krieger bringen einander in den Straßen um! Es tut mir leid. Aber ich fürchte, ihr werdet in Orsamar keine Unterstützung bekommen. Wenn ihr Lord Harrimonds Hilfe möchtet, sprecht mit seinem Vertrauten und Berater, Julian Verinder. Er verschafft euch womöglich eine Audienz. Wir haben ja, bevor wir quasi unseren Charakter begonnen haben, haben wir ja eine etwas größere Reise gemacht. Und zwar haben wir ja alle Charaktere, also alle Rassen, die es gibt in Dragon Age, also das heißt Menschen, Zwerge und Elfen, ja, den Anfang gespielt. Und da ist es natürlich auch so gewesen, dass du bei den Zwergen zwei verschiedene hattest. Einmal als Adel. Und da hatten wir auch schon mit den Typen zu tun, was sie jetzt gerade gesagt hat, der sein Sohn und sein Lieblingssohn, ja, der ja tot ist. Da waren wir zum Beispiel zu dritt, da haben wir ja eine Frau gespielt. Und da war es auch so, dass Belen eigentlich alle töten lassen hat, um an die Macht zu kommen, um das zu erreichen, was er erreichen will. Hier ist es im Endeffekt genauso. Aber wer natürlich am Ende besser ist, schwierig. Ich hätte mich auf normale Nax beschränken sollen. Und jetzt habe ich die auch noch verloren. Die finde ich nie wieder, so schnell wie die sind. Normale Nax? Die mag ich nicht. Die sehen so schmutzig aus. Ich gehe jedenfalls nicht zurück zu dem Lieferanten in der Stadt des Staubs. Ich werde wohl zusperren müssen. Das wäre sehr nett. Ich brauche nur eine, um wieder ins Geschäft zu kommen. Die müssten auch irgendwo rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur die eine war oder mehrere. Da ist zum Beispiel ein. Solltet ihr euch merken den Namen, denn in Dragon Age Inquisition, Dagmar, mit der müssen wir übrigens auch gleich reden, auch ein wichtiger Charakter für Dragon Age Inquisition. Solltet ihr euch auch den Namen merken? Ach, wie komme ich denn jetzt an den Nackt dran? Ach, der bratet die Viecher? Geht weiter. Ich bin raus aus dem Nacktgeschäft und habe nichts zu verkaufen. Sir Rocker, ich bin wieder im Geschäft. Immerhin. Außer Dankbarkeit kann ich euch nichts anbieten. Aber wenn ihr mir mehr von denen bringt, gebe ich euch, was ich so finde. 12 Silber, also nicht schlecht. Seid gegrüßt und willkommen bei Garen Garrinsons Geschäft für Luxusgüter. Wir haben... Wow, ihr seid aber viele. Und von denen habe ich noch nie einen gesehen, was es alles gibt. Was sagte ich gerade? Richtig. Ich habe hier großartige Sachen. Alle natürlich verbessert mit Lyrium. Ja, ich brauche aber eigentlich Sachen zum Heilen.
Oh, ein goldener Spiegel. Na, heiß. Brauchen wir für... Ja, sag ich jetzt. 87 Gold. What? Hier wäre mal richtig schön für unseren Tank. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird, deswegen speichere ich vorher mal ab. Wir werden mal kurz das... Achso, ich habe ja noch Sachen im Inventar, die ich hätte verkaufen können, sehe ich gerade. Wo ist das blöde Buch? Und da nutzen wir einmal. Und wo ist Morrigan? Wo ist das, der Spiegel? Was habt ihr da? Einen Spiegel? Ihr konntet das zwar nicht wissen, aber ich habe vor langer Zeit etwas ziemlich Ähnliches besessen. Ich hatte solch einen Spiegel aus einem Dorf gestohlen. Flemeth war so wütend über meine Sorglosigkeit, dass sie ihn zerstört hat. Das war schrecklich für mich. Es ist unglaublich, dass ihr einen gefunden habt, der ihm so ähnlich ist. Was soll ich sagen? Dafür wollt ihr doch sicher eine Gegenleistung. Ja, kann ich gerne dafür bezahlen? Nein. Ihr sagt das, als sei es etwas völlig Normales. Aber ich habe noch nie ein Geschenk bekommen, für das ich nicht einen Preis bezahlen musste. Ich sollte mich wohl bei euch bedanken. Für das Geschenk. Das ist wirklich sehr aufmerksam von euch. Morrigan stimmt zu, aber wir können auch mit Morrigan keine Beziehung mehr anfangen, weil wir ja schon mit Liliana zusammen sind. Deswegen fällt das jetzt erstmal raus. Ihr seid wohl nicht von hier. Oh, wunderbar. Ich suche schon ewig jemanden, der die Oberfläche wirklich kennt. Ihr habt wohl noch nie von etwas gehört, das sich der Zirkel nennt. Oh, Herren, was für eine Ehre. Ich habe noch nie einen echten Magier getroffen. Könnt ihr wirklich die Naturgewalten mit euren Gedanken beeinflussen, als hättet ihr Lyrium in den Adern? Lasst euch nicht vom Glanz täuschen. Magie ist ein gefährlicher Beruf und eine große Verantwortung. Ich versuche seit Jahren mit ihm Kontakt aufzunehmen und habe jeder Karawane dorthin Briefe mitgegeben, aber nie eine Antwort erhalten. Ich will wissen, ob sie mich als Schülerin aufnehmen würden. Das wäre großartig. Mein Name ist Dagna, Tochter von Jaina aus der Schmiedekaste. Sagt ihnen, dass ich gerade das Forticum Kadab des Reichs von Tevinter lese. Und es ist wirklich faszinierend. Wusstet ihr, dass die Magisterlords des Reiches früher Stammbäume jeder Menschenfamilie hatten, in der je ein magiebegabtes Kind geboren wurde? Sie ist zu enthusiastisch und liebenswert. Ich bin froh, dass wir ihr helfen. Oh, ich packe sofort meine Sachen. Ich warte dann beim Geschäft meines Vaters. Habe ich, glaube ich, auch nur einmal gemacht. Wir gehen jetzt aber aktuell noch nicht Richtung... Okay, da können wir noch nicht hin. Da müssen wir später hin. Noch nicht Richtung Magierturm. Das können wir später machen. Diamantenviertel. Was haben wir sonst noch so? Bilder und noch zwei Quests. Okay, gehen wir erstmal hinten rüber. Kann ich da auch rein? Achso, ist zu. Eine Waldschnitzerei. Für die Kultur der Zwerge von Osama. Willkommen in der Rüstungsschmiede der Familie Jaina. Ihr seht wirklich genauso aus, wie man es sich vorstellt. Sucht ihr einen neuen Panzer? Wir bei Jaina haben von Leder bis Platin alles. Die Synchro kommt mir auch sehr bekannt vor.
Natürlich. Vergesst nicht, wir tauschen auch. Aber nicht. Ich will nicht tauschen. Wir brauchen mehr Lyrium-Tränke. Nichts bei, was ich jetzt mitnehmen werde. Warum hat der... Achso. Das ist wegen der Tochter. Ja, das mache ich jetzt noch nicht. Oder warte, muss ich das jetzt machen? Weil ich gerade... Kurz ins Tagebuch gucken. Okay, da steht jetzt nichts davon, dass wir ihrem Vater irgendwas sagen müssen. Verzeihung, ein kleines Opfer für die Ahnen? Obwohl, ich kaum glaube, dass eure Ahnen im Stein wohnen. Das Wort kenne ich nicht. Das ist ein Stück bloßer Stein, der unsere Gebete erhört. Der Stein hat unser Volk geschaffen. Dorthin kehrt der Geist nach dem Tode auch zurück. Mein Name ist Filda, Witwe von Tirak aus der Schmiedekaste. Ich bete hier jeden Tag für meinen Sohn Ruck. Wenn ich nur wüsste, ob ich für seine sichere Rückkehr beten soll oder darum, dass die Ahnen seine Seele bei sich aufnehmen. Es war vor 5 Jahren. Er war noch ein Jüngling. Er gehörte zu einer Patrouille in die tiefen Wege. Der einzige Schmied, der die Krieger begleitete, um ihre Waffen zu reparieren. Er war so stolz. Aber irgendwie wurden sie getrennt. Bei ihrer Rückkehr war er nicht mehr unter ihnen. Aus den tiefen Wegen kommt die dunkle Brut. Sie erstrecken sich meilenweit in die Erde. Und wir patrouillieren ständig dort, sonst würden wir überrannt. Ich habe meinen Mann an sie verloren. Wenn es bei meinem Sohn auch so wäre... Wie? Dazu müsstet ihr ja selbst in die tiefen Wege vordringen. Ein Wächter! Dann könnt ihr es schaffen. Nur Wächter stellen sich den tiefen Wegen ohne Begleitung. Oh, danke. Die Ahnen haben meine Gebete endlich erhört. Nur Mut, gute Witwe Filda. Wir tun unser Bestes. Bitte, kommt nach eurer Rückkehr direkt zu mir. Ja, ich weiß noch was mit ihm war, aber ich weiß nicht mehr, wie es jetzt geendet ist. Hör ich da betrunkene Grün? Ja, gehen wir nochmal gucken, wer säuft denn hier so? Lord Helmy, mir fehlt aber noch ein Charakter hier. Einfach nichts bestellen oder anfassen und vor allem nicht hinsetzen. Atrest Vala. Ihr müsst der graue Wächter sein, von dem erzählt wird. Willkommen in der Schenke. Ich bin Cora, eure Bedienung. Was kann ich für euch tun? Erstmal natürlich, Wächter. Erstmal natürlich. Nevin, wer ist Nevin? Seid gegrüßt. Sucht ihr einen Stuhl zum gemeinsamen Trunk? Nun mal ganz ruhig. Ich wollte nur freundlich sein. Okay, das war's jetzt nicht. Ich verstehe, warum nicht jeder am Turnier teilnehmen darf. So zeigen die anderen Wohlwollen. Mir fehlt allerdings ein Charakter hier. Ich ertrage es. Was? Verschwindet! Ihr werdet euch verwandeln, wie all die anderen auch. In meinen Freunden verbergen sich Monstren. Es gibt ältere Dinge als die dunkle Brut. Wenn man erst einmal mit drin hängt, dann finden sie einen. Seht her, ich habe Abschriften gefunden. Sie alle entstammen derselben Feder und sind älter als die im Gesang. Sie haben geschlafen, verdammt. Nehmt sie, ich will nicht mehr. Ich werde nicht auf der Suche nach einer Lüge verschwinden. Niemals. Dank wird.
Lord Denek Helmy, ehrbarer Deschier der Versammlung und schreckliche Enttäuschung für meine Mutter, die meine Aufenthalte in Tavernen aufs strengste missbilligt. Ihr versteht, was ich damit meine? An der Oberfläche gibt es keine Kasten und das funktioniert gut. Stimmt doch, Wächter, oder nicht? Hi, Togo. Aber viele wie ihr sehen das mit Besorgnis. Oder etwa nicht? Nun, ich habe tatsächlich mit den anderen Kasten gesprochen. Die meisten Schmiede und Wirte geben brauchbare Dashes ab, wenn wir ihnen einen Sitz in der Versammlung geben würden. Orsama ist so traditionsverhaftet, dass nicht mal die Frage auftaucht, ob man Kasten wirklich braucht. Ich und 79 weitere herausragende Beispiele für die Unsitte, trotz aller Geburtsrechte und Privilegien immer noch mehr zu wollen. Sie schätzen meine Ansichten über Gleichberechtigung nicht. Vermutlich hat keiner der Kandidaten das Diamantenviertel je verlassen, aber Lord Harrowmont scheint mir ein wenig nachsichtiger. Prinz Belen ist brillant, das gestehe ich ihm zu, und sehr raffiniert. Aber ihn interessiert nicht Orsama, sondern nur der Sieg an sich. Lass mich den Text fertig machen und sage es dir. Schlecht. Ach, ihr meint das ernst. Nun, ganz einfach. Ganz oben stehen der König und die gewählten Deschiers der Versammlung. Dann kommen die Adligen. Als nächstes Krieger und Handwerker. Ganz unten sind die Diener und dann noch Kastenlose und Verbrecher. Die Kaste wird bestimmt vom Elternteil, dessen Geschlecht ihr habt. Und da bleibt ihr dann den Rest eures Lebens, ungeachtet eurer Fähigkeiten. Wie ihr wünscht. Ist aber so, bis auf jetzt den, lass mich überlegen, den letzten Verderber oder Unheilbringer in dem Wald, wo ich alles oder fast alles an Tränken verballert habe, läuft es eigentlich einigermaßen gut. Also wir kommen so durchschnittlich voran. Aber da du gerade da bist, ich wollte dich eigentlich mal anschreiben vorhin, aber ich habe jetzt, das Dragonish läuft über Origins und nicht über Steam. Du hast ja so ein Händchen für sowas. Kannst du mal, wenn du Zeit hast, muss nicht heute sein, mal nach Taktiken, also hier solchen Sachen hier, wie man das einstellt, googeln. Ich habe danach geguckt, aber ich habe nichts gefunden, weil es stand immer nur drin, ja, dann musst du das so einstellen. Also es wird nur die Skillung beschrieben, aber nicht hier... nur das hier machen kannst, weil ich finde da einfach nichts und du hast ein Händchen für sowas. Der Erbauer segne euch, Bruder. Oh, ihr seht aus, als kämt ihr von der Oberfläche und wärt womöglich im Sinne der Kirche erzogen worden. Ich bin Bruder Burkel von der Kirche Radcliffe, zurückgekehrt ins Land meiner Vorfahren, um den Gesang des Lichts zu verbreiten. Selbst in den Eingeweiden der Erde verfolgt uns dieser Gesang noch. Und das ist überaus erfreulich, gute Schwester. Ich beantrage die Gründung einer Kirche in Orsama. Es gibt Widerstände. Offensichtlich wurde die Welt ja nicht von den sterblichen Seelen geschaffen, die darin gelebt haben. Dennoch bestehen die Zwerge von Orsama darauf, ihre eigenen Vorfahren anzubeten. Es ist doch nicht so, dass hier alle den Erbauer bewusst abgelehnt hätten. Die meisten haben noch nie von ihm gehört. Wie sollen sie den Weg der Erleuchtung wählen, wenn sie gar nicht wissen, dass es ihn gibt? Die Halle der Bewahrung ist zuständig für Veränderungen in Struktur und Gesellschaft von Orsama. Der Bewahrer der Erinnerungen muss mir die Erlaubnis erteilen, ein Gebetstreffen abzuhalten. Der Bewahrer der Erinnerungen sitzt der Halle der Bewahrung vor, dem Archivsystem von Orsama. So ähnlich wie die Historiker der Kirche, nur gründlicher. Sie führt Buch über Geburt und Stammbaum jedes Zwerges in der Stadt, über Immobilienverkäufe, Kriegsopfer, Hochzeiten und Scheidungen.
Die Halle der Bewahrung befindet sich in der obersten Ebene der Stadt. In der Nähe des königlichen Anwesens. Das heißt also, ihr werdet mir helfen? Ich sehe, die Hand des Erbauers ruht auf eurer Schulter und leitet euch. Wenn die Kirche nur einem so hilft, wie sie mir geholfen hat, ist es jede Mühe wert. Bitte gebt mir Bescheid, sobald ihr etwas Neues wisst. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt EP oder sowas gibt, wenn wir das machen. Da bin ich mir nämlich jetzt gerade nicht sicher. Was geht denn sonst so bei dir, Togo? Was gibt's denn so Neues? Oberflechter? Gut, das bringt etwas Gold und beruhigt die Leute. Dann halten sie es auch für richtig, die Tore wieder für alle zu öffnen. Je mehr Risse die Traditionen bekommen, desto besser. Dafür steht Belen. Wer Erz sucht, muss Steine zerschlagen. Meine Investitionen sind wohl durchdacht. Es kommt alles in Ordnung. Die Versammlung hat uns einen Gefallen getan. Wir wissen jetzt, dass der Sand unter unseren Füßen lose ist, nicht fest. Das fördert Veränderungen. Ich nehme euer Gold. Dafür taugt ihr. Er hat trotzdem nicht das, was ich haben will. Ein goldenes Symbol von Andraste, ein Geschenk. Goldene Ohrringe wüsste ich jetzt nicht, wen ich das schenken soll. Aber ich kann mal eben den ganzen anderen Kram, den ich jetzt nicht brauche, verkaufen. Ja, bei uns war es ziemlich stressvoll. Na, jetzt ist scheiße, jetzt ist das stört. Ziemlich stressiger Tag auf der Arbeit und nervig vor allen Dingen. Nicht sollte lief wie es soll und ja, man kennt es ja, ne? Übliche halt. Ja, und? Wenn es abstürzt, dann cutte ich die Folge direkt. Es ist vorhin einmal abgestürzt. Ich glaube, der stürzt ab. Ja, sag ich doch.